Und wenn die Landeier das können, dann schaffe ich das doch wohl auf der linken Flosse. Ha, bisschen links wedeln mit der Flosse, bisschen rechts wedeln mit der Flosse. Ja, ganz easy. Aber ha, ich frag mich, wofür sind denn eigentlich die Bretter da? Und ihr zu Hause könnt natürlich wie immer mitreisen in den Winterurlaub. Ihr braucht einfach nur eine Fernbedienung. Wählt euch ein auf Seite 549. Und dann wisst ihr, dass ihr die rote Taste drücken müsst für Antwort 1, gelbe für Antwort 2, blaue für Antwort 3. Eh alles klar. Und dann könnt ihr interaktiv mitspielen und natürlich auch was Tolles gewinnen bei uns, Pete. Und du willst wirklich diesen Hang runterfahren? Ja klar, wie Fischkloßbrühe. Kein Problem für mich. Hast du das schon mal gemacht? Nee, oder? Nö, aber das kann ich bestimmt mit links, rechts und quer in der Mitte auch. Okay, also ich schicke dich dann irgendwann in der Sendung los, dass wir natürlich den Höhepunkt dann haben. Pete, das also der erste, der allererste Seehund auf Skiern. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Also, viel Glück, Pete. Und hier kommen meine Kandidaten. Aus Vegas in der Schweiz kommen Caroline. Sozusagen in Skiurlaub heute. War das schon mal im Skiurlaub? Bestimmt, oder? Ja. Skifahren, Snowboarden oder so. Und vorher wäre es ganz gut, wenn man das Auto richtig vorbereitet hätte. Am besten ist es, im Skiurlaub auch immer noch Schneeketten mit dabei zu haben. Das sind solche Dinger, da gibt es ganz moderne heute, die sich fast von alleine aufziehen. Da muss man nur ein Stückchen fahren mit dem Auto und zack, schon ist die Kette drauf. Und diese Dinger hier oben, die geben so richtig schön Halt, auch auf ganz glattem Schnee und Eis. Aber manchmal macht man bei Autos die Schneeketten vorne drauf und manchmal macht man sie hinten, auf die Hinterräder. Warum ist denn das unterschiedlich? Eins. Weil je nach Strecke man unterschiedliche Räder mehr braucht. Bei kurvigen Strecken mehr die vorderen, bei geraden mehr die hinteren. Zwei. Je nach Antrieb macht man sie vorne oder hinten drauf. Manche Autos haben Vorder-, manche Hinterradantrieb. Oder drei. Wenn hinten viele Leute sitzen, ist hinten mehr Gewicht. Das heißt, dann braucht man hinten auch die Schneeketten. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So, ich lasse hier mal das Auto an, damit man das richtig gut sieht. Es gibt Autos, die haben Hinterradantrieb. Das heißt, da wirkt die Kraft des Motors nur auf die Hinterräder. Die treiben das Auto dann an. Und dieses Auto hier, das ist ein relativ kleines Auto, das hat Vorderradantrieb. Das heißt, hier wirkt die Kraft auf die Vorderräder. Das heißt, da muss man hier vorne die Schneeketten drauf machen, sonst drehen die Räder durch. Jetzt machen wir wieder die Motor aus. Denn Schneeketten aufziehen ist wirklich kinderleicht. Und das zeigt uns jetzt Nina. Schöne Kette hast du dabei, die sehen da richtig gut aus und du kannst die auch wirklich auflegen, ja? Ja. Okay, dann zeig mal. Was muss man da machen? Man muss erstmal den Federstahlbügel, also hier diesen Reifen, okay, bringen, hinter den Reifen legen und flitschen lassen. Dann ach, und gar nichts zusammenstecken oder nichts? Doch, nur, eine Viertelradumdrehung fahren. Okay. Dann hier an dem Ding ziehen. Eine Kette. Und dann hier durchfädeln. Das sind so schöne Ösen, da muss man einfach durchfädeln. Ja. Können wir jetzt in den Skiurlaub fahren zusammen? Kannst du auch Skifahren? Nicht wirklich. Okay, super. Und noch nicht fertig, Entschuldigung.
normalerweise da noch einlassen. So, jetzt zu Bomben. Das. Spitze. Danke dir. Super. Bitte. Ja, das Zuschauer, wenn du möchtest, dann kann man ja? Also wirklich ganz einfach. Könnt ihr es zu Hause auch mal ausprobieren. Und manchmal, wenn man in Skiort kommt, dann entdeckt man solche Dinge hier. In manchen Skiorten gibt es nämlich richtig schöne Skulpturen. Die werden ganz kunstvoll geschnitzt aus dem Schnee raus. Das sind richtige Künstler am Werk. Und diese Skulpturen, die halten auch relativ lange. Aber wie schafft man es denn, dass der Schnee für diese tollen Skulpturen nicht so wieder zusammenfällt, wie wenn wir einen Schneemann bauen? Eins. Man streut Salz auf den Schnee. Das gibt eine ganz feste, klebrige Masse. Zwei. Der Schnee kommt aus dem Kühlhaus, wo er bei 0 Grad gelagert wird. Oder drei. Man macht etwas Wasser über den Schnee und presst ihn ganz fest in Holzkisten zusammen. Eins, zwei oder drei. So, sehr spät gesprungen. Ob ihr wirklich richtig steht? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Man nimmt da tatsächlich solche Holzkisten. Die gibt es natürlich in jeder der Größe. Das ist jetzt hier eine ziemlich kleine. Wird nur eine kleine Skulptur, kein dicker Piet. Doch, du könntest einen Piet machen. Ein Mini-Piet. So, und da kommt also ganz normaler Schnee rein. Ja? Mach was mehr. Die ist mehr hier schon rein. Fast voll, Piet. Ja? Dann wird da noch ein bisschen Wasser drauf gesprenkelt. Soll ich mich draufsetzen? Nee, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel Gewicht. Okay. Dann festgedrückt. So, jetzt gucken wir mal. Hier machen wir die Kiste auf und wunderbar, seht ihr, das bleibt alles schön fest und da kann man jetzt eine richtig tolle Schneeskulptur draus machen hier. Also richtig dann mit einem Hammer den Schnee bearbeiten. Cool, ne? Du Gregor, gehst los, Piet? Wenn ich dir dabei nicht helfen kann, dann gehe ich Skifahren. Okay, also ich drück dir die Daumen. Du bist ja ganz cool, muss ich sagen. Mhm. Ja, das erste Mal Skifahren. Tschüss. Okay. Bis gleich. Viel Glück. Ja. Nochmal einen Applaus für Piet. Hoffentlich klappt's auch. So, das hier braucht man im Winterurlaub auch. Nicht nur für den Sommerurlaub. Sonnencreme, möglichst mit einem hohen Lichtschutzfaktor, braucht man eben auch im Winter. Warum ist die auch im Winter wichtig? Eins. Weil der Schnee die Sonnenstrahlen reflektiert, das heißt, die treffen dann mehrfach unsere Haut. Zwei. Weil im Winter das Blut langsamer ist, das heißt, verbrannte Hautteilchen können langsamer vom Blut abtransportiert werden. Oder drei. Weil man im Winter zwar keinen Sonnenbrand bekommt, aber durch die Kälte Gefrierbrand. Eins, zwei oder drei. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Das war aber ein Riesensatz hier. Wer ist denn so weit gesprungen eben? Also Gefrierbrand, das ist was, was Fleisch oder sowas in der Gefrierkühltruhe bekommt. Aber im Winter sind eben die Sonnenstrahlen sehr intensiv und werden durch den Schnee gespiegelt und wieder zurückgeworfen. Und das trifft die Haut mehrfach. Und deshalb muss man sich eben auch im Winter schön mit dicker Sonnencreme eincremen. Selbst wenn Wolken am Himmel sind, kann da immer noch genug Sonne durchkommen. Und das hier, gut, das kennt ihr natürlich alles, sind Golfschläger, klar. Hier, da braucht man immer einen ganzen Sack voll. Das kann man auch komischerweise im Winter spielen. Ja, das nennt sich dann Schneegolfen. Allerdings, guckt euch mal so einen Golfball an, der ist natürlich genauso weiß wie Schnee. Ja? Den würde man so ganz normal im Schnee natürlich nicht wiederfinden. Was haben sich denn die Schneegolfer einfallen lassen, damit sie einen Ball wiederfinden? Eins. Sie färben den Schnee grün. Das heißt, daraus sieht man natürlich dann prima den weißen Ball. Zwei. Sie nehmen einfach einen rot angemalten Ball, den sieht man im Schnee sehr gut. Oder drei. Sie haben Bälle, die kleine Piepzeichen von sich geben. Piep, 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 dann finden Sie den natürlich auch. Eins, zwei oder drei. Ob ihr wirklich alle richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht?
schon mal Schneegolf gespielt? Nee, oder? Ja, ich schon. Du, ehrlich? Nils? So sehen die Bälle auf jeden Fall aus. Ganz normal, eigentlich nur einziger Unterschied, sie sind rot. Und dann kann man damit richtig schön golfen auf plattgewalzten Schneehängen, richtig schön spielen. Und den Ball sieht man immer wunderbar, weil er natürlich richtig schön rot ist und sich damit schön abhebt vom weißen Schnee. So, also Schneegolfen, das klingt schon ganz schön verrückt, aber jetzt kommt wirklich was Verrücktes. Wir haben den ersten skifahrenden Seehund. Hoffentlich klappt's. Piet, wie sieht's aus? Ja. So. So, Piet, fertig. Ja. So, jetzt brauchst du nur noch locker in den Knien bleiben, wie gehabt, wie gesagt. Und dann kann nichts passieren, ja? Ja. Oh, kann ich nicht noch lieber mit dem Schlitten runter? Ach, Piet, komm, stell dich so an. Fahr einfach mal. Und der Rest sehen wir schon. Ist das glatt? Komm, das ist ja kein Stein. Oh, Piet, weg. Entschuldigung. Aha, super, das geht doch. Ganz ja, juhu. Hey, Piet, warte. Ja, nee. Oh, nee, gleich die Leute. Oh. Hey, kommst du auch endlich? Das haben wir wohl klasse geschafft, was? Genau, Piet. Und weißt du was? Gleich nochmal hoch. Auf geht's, Burm. Was? Nochmal da runter? Niemals. Ich bin noch nicht verrückt. Geschafft! Wir haben die erste skifahrende Robbe. Hey, cool. 1, 2, 3 ist echt klasse. So, jetzt gibt es eine Sportart, die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Die wird immer populärer. Nennt sich Tourengehen. Das heißt, da kann man ganz gemütlich nicht mit dem Lift einen Berg hochfahren, sondern man steigt mit Tourenskiern auf. Die haben eine besondere Bindung, wo man hinten mit der Ferse hoch kann und damit dann eben schön den Berg hochlaufen kann. Jetzt schaut euch aber das mal an. Stellt euch vor, das macht ihr mit euren Skiern. Da rutscht ihr natürlich rückwärts einfach wieder den Berg runter. Warum rutschen denn die Tourenskifahrer nicht wieder runter? Eins. Weil sie nur in Neuschnee laufen. Der klebt sehr gut. Zwei. Weil sie an den Schuhen solche Bremszacken haben, so ähnlich wie Schneeketten. Oder drei. Weil sie unter den Skiern ein Fell haben, das nur in eine Richtung rutscht, in die andere bremst. Eins, zwei oder drei. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Also, das mit dem Neuschnee, der bremst auch leider nicht sehr viel besser als normaler Schnee. Aber die Tourenski haben was ganz Besonderes, nämlich hier drunter ein Fell. Und dieses Fell ist in die eine Richtung glatt, das heißt, man kann den Berg hochrutschen, aber in die andere Richtung bremst es. Und jetzt guckt mal, wenn man hier den Berg hochfährt, zack, bleibt stehen. Hoch zu es rutscht, runter zu es bleibt stehen. Mit einem normalen Ski, also einem ohne Fell drunter, passiert Folgendes. Rutscht natürlich wieder runter. Deshalb nimmt man solche Tourenski. Cool, oder? So, jetzt wollen wir mal gucken, wer bei uns im Moment der beste Skifahrer sozusagen ist. VW hat den Zwischenstand. Oh, das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Fast alle Kandidaten liegen gleich auf. Ja, du bist auch noch auf. Kein Problem. So, leider kommt es ja immer mal wieder zu Lawinenunglücken in Skigebieten. Und solche Lawinen entstehen zum Beispiel, wenn man oben am Berg ein Schneebrett hat. Das Schneebrett ist ziemlich groß, rutscht ab, nimmt, je größer es ist, noch viel Schnee mit und unten im Tal kommt dann die Lawine an. Deshalb versucht man schon ganz früh, wenn die Schneebretter oben noch klein sind, die loszuwerden, dass die schon klein ins Tal rutschen und keinen Schaden anrichten. Aber wie schafft man es denn, dass so ein Schneebrett ausgelöst wird? Eins. Mit Explosionen, also die Schallwellen, lösen das Schneebrett aus. Zwei. Mit Lawinenhunden.
Die werden über diese Schneebretter gejagt und weil sie so schnell sind, entkommen sie der Lawine. Das Schneebrett rast zu Tal. Oder drei. Man spritzt Wasser auf die Schneebretter. Dieses Wasser wird zu Eis. Das Eis ist so schwer, dass das Schneebrett ausgelöst wird. Eins, zwei oder drei. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Das wollen wir uns natürlich von einem extra Experten erklären lassen. Hier ist Herr Frasch von der Hundestaffel der Bergwacht Bayern. Hallo. Und Sie haben uns auch noch einen Hund mitgebracht, nämlich Hallo. Die Eika. Den Platz, ihr zwei. So, wir haben auch einen Film, da kann man diese Sprengungen sehen. Und Sie sagen uns bitte was dazu. Also dann wird in den Sprengstoff, werden jetzt die Zündschnüre reingesteckt und jetzt sind sie gezündet worden. Und jetzt fährt er sie mit einer speziellen Sprengbahn in die lawinengefährdeten Hänge über den Pisten, werden die abgesetzt. Das heißt, es dauert ein bisschen und genau. Durch die Schallwellen wird das Schneebrett ausgelöst? Genau, durch den Druck, der auf die Schneedecke einwirkt, wird das Lawinen, das Schneebrett ausgelöst. Und natürlich so früh wie möglich, damit möglichst kein Schaden angerichtet. Damit kein Schaden angerichtet. Klar. Ja, also. Wenn dann doch mal eine Lawine abgeht und möglicherweise sogar Menschen vergräbt, dann haben Sie als Bergwachtler immer einen dicken Rucksack dabei. Was muss denn da auf jeden Fall drin sein? Also da ist die ganz normale Tourenausrüstung drin, die ja jeder Skitourengeher haben sollte. Das wäre ja einmal dieses lawinenverschütteten Suchgerät, also ein VS-Gerät. Wenn der andere das gleiche hat, dieses gleiche Gerät hat, dann kann ich ihn mit Signalen kann ich ihn orten unter der Schneedecke. Das ist also praktisch. Das heißt, das muss man aber als Tourengeher auch mit am Körper tragen, sonst nützt natürlich genau, nichts. Genau, die Tourengeher und Variantenfahrer sollten das Gerät dabei haben. Ja. Dann haben wir dabei, wenn wir ihn gefunden haben, wir brauchen natürlich eine Schaufel. Damit man ausgraben kann. Damit man ihn ausgraben kann, weil wenn ich ihn gefunden habe und ich kann ihn nicht ausgraben, das hilft mir natürlich nichts. Also ich brauche eine Schaufel. Dann haben wir speziell nochmal dabei für den Einsatz mit den Hunden hier so ein Fluggeschirr. Das heißt, Sie kommen mit dem Helikopter? Genau, wir kommen mit dem Hubschrauber in der Regel, weil das am schnellsten geht. Da wird der Hund reingesetzt und hier mit diesen Schlaufen an den Hubschrauber, an die Winde herangehängt. Und Sie selbst hängen auch mit dran? Und wir hängen auch noch mal dran. Wir haben selber auch noch mal so ein Geschirr, wo man auch zum Klettern hernimmt. Jetzt ist Ihr Hund natürlich prima ausgerüstet für den Schnee. Wenn wir mit einem Hund, mit unserem Hund zu Hause durch den Tiefschnee laufen, dann müssen wir auf eine Sache ganz besonders achten. Was ist denn da möglicherweise kritisch? Eins. Hunde können sich zwischen den Zehen verletzen, wenn dort Eisklumpen sind. An denen reiben sich die Zehen wund. Zwei. Tiefschnee ist besonders kalt. Das heißt, da können die Hunde frieren und möglicherweise sogar die Pfoten erfrieren. Oder drei. Der Tiefschnee ist so leicht, dass die Hunde mit ihren dünnen Pfoten da einsinken und sogar ersticken können. Eins, zwei oder drei. Eins, zwei oder drei. Letzte Chance. Ob ihr wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht? Also, es klingt ja nach einer Kleinigkeit, nach kleinen Eisklümpchen zwischen den Zehen, aber für den Hund ist das wirklich schmerzhaft, ne? Genau. Das ist also, wenn die Hunde jetzt, bei der Eika ist es jetzt anders, sie hat kurze Haare zwischen den Zehen, aber es gibt Hunde mit sehr langen Haaren zwischen den Zehen. Und diese Haare, sie ist kitzlig, aber sie bekommt ein Gummibärchen, da ist sie brav. Schau mal her. Ein Gummibärchen? Sie bekommt ein Gummibärchen. So. Ja, kannst du auch nicht haben. Ja. Okay. So. Nicht, wenn's der Hund und schon die langen Haare, die würden vereisen und es gibt dann kleine Eisklumpen zwischen den Zehen und die Reiben zwischen den Zehen, das tut dem Hund weh. Das heißt, man muss einfach diese Härchen entweder vorsichtig abschneiden mit einer, genau, mit einer Schere. Man wird die Härchen wegschneiden, aha, und man muss sie dann halt behandeln. Zum Beispiel hier so mit einem Pfotenschutzfett oder so einer Pfotenschutzpflege, die streicht man einfach zwischen die Zehen und zwischen die Ballen und dann verklumpt das nicht und dann kann der Hund schön laufen. Und ist winterfest sozusagen. Und ist winterfest, genau. Wunderbar, vielen Dank Ihnen beiden und weiterhin viel Glück bei allen Einsätzen. Ich muss noch ein bisschen sitzen. So, jetzt wird's
wird bei uns richtig spannend. Allerletzte Frage für euch. Schüttelt euch noch mal aus, macht euch noch mal locker, damit ihr jetzt richtig gut drauf seid, richtig fit seid. Ihr auch, damit ihr richtig klatschen könnt. Einmal durchatmen, denn jetzt kommt die Masterfrage. Bei der Masterfrage geht es natürlich ums Skifahren. Skifahren können wir während des Winters wunderbar, aber wenn es etwas wärmer wird, wenn es zum Beispiel März wird, dann ist immer weniger Schnee da und dann müssen wir auf die Gletscher ausweichen. Auf den Gletschern gibt es auch Lifte, aber dort können die Masten der Skilifte nicht wie normalerweise einbetoniert werden in den Boden, sondern sie können dort nur flexibel aufgestellt werden. Warum darf man denn auf dem Gletscher, warum kann man denn auf dem Gletscher die Skimasten nicht fest installieren? Eins. Weil der Gletscher in Bewegung ist, der fließt ganz langsam und würde die Masten abknicken mit der Zeit. Zwei. Die Masten müssen im Sommer abgebaut werden, damit das Gletscherwasser abfließen kann. Oder drei. Das Gletschereis ist so hart, da könnte man keinen Beton reinbohren. Der würde da überhaupt nicht reinpassen. Eins, zwei oder drei. Ob ihr alle richtig steht? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Also, da habt ihr euch nicht aufs Glatteis führen lassen und schon gar nicht auf den Gletscher von mir. Die Gletscher sind in Bewegung. Es sind sozusagen vereiste Flüsse. Hier sieht man natürlich die Bewegung noch nicht, denn das sind nur ein paar Meter im Jahr, die dieser Gletscher sich bewegt. Aber insgesamt macht das natürlich einiges aus und so ein Masten, der würde einfach abgeknickt werden. So, heute hatten wir fast nur Fachleute hier. Wir haben ein Stechen. 8 meiner Kandidaten haben nämlich 8 Bälle. Die kommen jetzt zu mir. Mit ihrer Glückskugel, klar. Kugeln kommen hier in unseren Trichter. Nein, in den Trichter damit. Und wieder zu mir, wenn die Kugeln drin sind. Ich schmeiß die Maschine an. Und Druckkontrolle. Ah, super Druck. Super Druck. Zündungsmechanismus kann gestartet werden. Jawohl. Und los. So, wir haben nur noch ein bisschen Platz, dass man schön lesen kann. Wir haben einen absoluten Klassensieger, Tagessieger. Es ist die Miriam. Preis. Wir laden dich nämlich zu einer spannenden Schlittenhundefahrt ein. Ja. Gut? Ja. Brauchst du dich das? Ja. Kein Problem, oder? Ja. Prima, herzlichen Glückwunsch. Oh, danke. Super. Zurück auf die Insel. Ganz knapp heute gewesen. Wenn ihr auch so gut wart, auch 8 oder sogar 9 Bälle habt, dann erscheint jetzt bei euch, wenn ihr interaktiv mitgespielt habt, ein Codewort. Das müsst ihr uns schicken, könnt auch was Tolles gewinnen. Und hier gibt es nochmal einen richtig guten Klassensiegerpreis. 300 Euro. Die gehen nach... Du warst so mutig, dass du als Einziger auch mal auf ein Feld gesprungen bist. Da hast du eigentlich einen extra Applaus verdient. Oder einmal noch extra Applaus für den Georg. Super war's. Und natürlich für 7 und 8 Fälle gibt es tolle Geschenke im Tauschbasar. Sucht euch was Schönes aus. Los geht's. Ich möchte jetzt auch Schlittenhunde fahren. Was möchtest du? Schlittenhunde fahren. Na, da brauchst du aber richtig große Hunde. Ne? Da bin ich mal gespannt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.